Brauch Gold. Hauptsache, der Vorrat hat immer noch so viel. Ich habe schon den Start von ihm weggenommen. Er will immer noch so viel dafür haben. Und die Franzosen will immer noch ihre tollen 8 Gold oder 9 Gold immer haben. Gehört Rom zu uns? Oder Seoul? Oder gar keiner von beiden? Ich habe keine Ahnung. Die hauen sich da oben nämlich ganz schön auf die Fresse. Also Rom mit seinen 50 Rittern Seoul. Okay. Ist doch so, oder nicht? Keine Zeit zum Nachgucken. Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Was ist das für ein Abkommen, Opa? Dass unsere Städte gemeinsam eine Forschung durchhauen. Das heißt, jeder kann halt, wenn du es normalerweise forschst, brauchst du, ich glaube, 25 Runden und wenn wir es gemeinsam forschen, geht es relativ zügig. Das heißt, alle unsere Städte forschen an einer Forschung gleichzeitig. Und um welche Forschung geht es da so? Ja, keine Ahnung, muss mal reingucken. Ich weiß nicht, was ich ausgewählt hatte. Wie heißt die? Keine Ahnung, wie sich Forschung hieß. Muss mal gucken. Teddy Roosevelt hat 408 Punkte, ne? Und Montezuma 468. Aber trotzdem halten wir uns noch ziemlich gut mit den anderen Teams. Wir haben am meisten Punkte. Okay. Aber ich glaube, ich bekomme Boston nicht down, also vom Gefühl her. Dafür sind leider der Helikopter und warum auch immer ein Bauarbeiter da drin Ja, zu und stark. unser großes Problem ist, dass Tommy da ganz schön weggerotzt haben. Das war halt. Warum steht da ein großer General vom Aztekenland vor meiner Tür bei Cool Opa? Keine Ahnung.
sage mal so, bei Tommy, ja, da haben sie uns ganz schön. Tommy hat halt auch einen sehr, sehr schlechten Standpunkt gehabt. Genau zwischen Amerika da. Aber gut, nicht zu ändern. Felix, wie sieht es mit deinem Essen aus? Noch hat keiner gerufen, von daher. Möchtest du etwa auch essen, oder was? Muss gerade mal Holz aufs Feuer werfen. Nee, Feuer aufs Holz. Ah, cool. Bist du der Avatar, oder was? Ja, selbstverständlich. So. Gesandten schicken. Brüssel ist souverän Teddy Roosevelt. Okay. Sansibar bin ich. Kabul ist keiner. Dann hole ich mir mal Kabul wieder. Felix, wie viel Gold hast du? Darüber will ich nicht reden. 154. Ach so, ja, das ist natürlich schlecht. Sonst hätte ich nämlich gesagt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe da noch eine Idee. Kann ich nicht, ist zu weit weg oder was? Ja, ist zu weit weg. Shittings. Bitte was? Der Typ fordert jetzt 34 Gold für 30 Runden. Also pro 30 Runden. Alter. Wie will ich das? Wie soll ich denn das bezahlen? Ich hab doch nur plus 18 Gold. Oh, Opa Zockt hat Apandana abgeschlossen. Ui. Habe ich? Ja, das Wunder. Ah, okay, was bringt mir das? Bestimmte Boni. Das kann halt, man kann Wunder nur einmal im Spiel bauen. Und wer es als erstes baut, hat's halt. Und die Das. Wunder bringen halt Boni, die nicht gerade schlecht sind, so. Verbotene Stadt plus 5 Kultur halt, ne? Oder Groß Simbabwe, 5 Gold. Aha. Oder Huey Theo Kali, eine Annehmlichkeit für Unterhaltung oder was weiß ich, was es genau war. Du hast halt das Problem bei einem Bomber, dass du den Bomber, soweit ich es jetzt verstanden habe, nur in den Flugplatz lassen kannst und nicht wie den Kampfflieger rausschicken kannst. Aber mit dem Bomber kannst du halt alles im Umfeld von 10 Feldern oder mehr bombardieren. Irgendwie so die Richtung. Ja, du musst aber auch bedenken, du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei der Bombe auch geht, zum Beispiel meine Doppeldecker kann ich halt eine neue Basis zuweisen und kann es halt in die Städte schicken. Ja, das kann ich vermutlich auch, aber ich habe halt keinen anderen Flugplatz bisher. Der nächste Flugzeugplatz, den ich baue, ist gerade momentan in Kuala Lumpur. Zu dem Nein, nein, Zeitpunkt, wo ich den. nicht in den Flugzeugplatz, in die Stadt reinschicken. Da brauchst du keinen Flugzeugplatz. Das hab ich, kann ich erst nächste Runde gucken, ob ich das kann.
Das müsstest du mal gucken, weil dann könntest du ihn vielleicht nämlich in Pokrovka reinbasteln. Weil ich habe nämlich in meinen ganzen Städten, habe ich nämlich meine Doppeldecker sind nämlich nicht auf dem Flugplatz, sondern der Doppeldecker ist halt bei Currywurst, Schnitzel und Pommes. Dieser Name, ey. Die haben sich nämlich darin versteckt und das bringt halt mal gleich 70 Verteidigung, ne? Der So. nimmt gerade Seoul ein, der Römer aus Rom, ne? Wo ist denn Seoul? Direkt über Boston, Chicago und Charleston da in dem kleinen Ding da. Ah, ist da, okay. Ja, muss er ja was machen. Warum ist denn Tom ja nicht so ruhig? So viel redet, wollte ich nicht dazwischen. Wie sieht denn das bei dir aus? Schaffst du da noch irgendwie, ich sage mal, Siedler zu bauen, dass du da mal ein bisschen weiterkommst? Ja, das kriege ich wohl hin. Weil es sieht im Moment eigentlich gar nicht mal wieder so schlecht aus, ne? Das Einzige, was ich jetzt bräuchte, wären zwei Aluminium. Die sollten ja aber jetzt demnächst auch wieder bei dir zurück sein, eigentlich. Ja, Oder ein nicht? Aluminium. Das heißt, du hast ein Aluminium, ich habe ein Aluminium. Das heißt, du kannst keine Flugzeuge bauen, ich kann keine Flugzeuge bauen. Ja, Weil aber theoretisch ist in Boston ein Aluminium drinne. Deshalb will ich ja Boston auch einnehmen, unbedingt. Weil du dadurch ein Aluminium bekommst. Oder nicht? Oder bekommst du die Ressourcen von denen nicht? Also selbst doch. wenn man sie nicht bekommt, kannst du auch einfach ein auf. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, Panzerabwehr. fuck! Renn! Okay. Brüssel greift dich gerade an, ne? Nur mal so als Information. Ich weiß, deshalb hab ich. In Brüssel? Brüssel kommt gerade von oben reingelaufen. Die stehen gerade. Ja, hab ich gerade auch gesehen, dass da was steht. Das sind Handwerker. Hä? Nee, das sind meine. Die Handwerker sind meine. Die hat jeder gerade eingenommen. Okay, die waren deine. Nee. Das sind immer noch meine. Brüssel Handwerker und Brüssel Armbrustschütze steht da jetzt. Jetzt steht das bei mir da auch, ja. Nationalidentität, Einheiten haben 15% der Kampfstärke zum Ende verletzt sind. Großarmee. Plus 50% Produktion. Alles klar, nehmen wir. Forschungslabor, plus 5 Wissenschaft, ein Bürger. Okay. Was machst du hier Schönes? Du kannst noch irgendwas machen mal hier. Und Gesandte. So, Kabul gehört mir. Sansibar gehört auch mir. Ich würde ganz gern Brüssel haben. Lange Zeit hat er die Klappe gehalten. Jetzt ist er wieder da. Er lebt noch, wow. Der hat einfach unten ist meine Tür so zu verbarrikadiert, dass er eigentlich nicht reinkommt. Jetzt hat er jetzt oben die Tür aufgemacht. Okay, also Brüssel ist meins. Brüssel ist deins? Brüssel ist jetzt meins, ja. Toll. Muss hier aber auch 13 Gesandte reinbasteln. Nett. Ja, habe ich auch, ist ja kein Ding. Vielleicht setzt der Safe diese Panzerabwehr in Chicago rein oder so eine Kacke. Ja, der kriegt jetzt, glaube ich, gleich Panik. Größtenteils Folge Amerika wurde von Brüssel der Krieg erklärt. Ja, ist richtig. Oh, ich kann jetzt hier schon. Ach, New York, ich kann in New York auch was basteln? Ja, das ist ja interessant. Ja, die Stadt gradet sich nur nicht ab.
Seine Forderung ist immer noch so dreist. Auch gut. Was brauche ich denn da mal? Ach komm, dann wollen wir sowas da. Reiskohle haben wir da oben noch. Jetzt macht der im ganzen Haus Alarm oder was? Alter, dieser Kater macht mich fertig, ey. Wild, wild. Sieht irgendwer auf der Karte noch irgendwo Aluminium? Ich sehe es in Boston halt drinnen, ne? Steine, was ist das da? Vieh. Da. Ja, das Aluminium in Dürüm, das habe ich dir ja erstmal vermacht. Das sehe ich halt. Frage ist, woher bekomme ich zwei Aluminium? Also woher bekomme ich das eine Aluminium? Eins bekomme ich von dir und eins woher? Ja, eins musst du anscheinend schon haben. Ja, aber wo? Ich sehe es nicht. Das ist Kohle. Warte Das mal. ist Eisen. Wo warst du denn jetzt? Sansibar? Ich bin, glaube ich, komplett falsch gerade. Das ist auch Kohle. Boah, es ist mal halt so schwierig zu sehen, wenn das alles so schon so zugebaut ist, ne? Reis, Bananen. Also ich sehe es bei dir auch nicht. Eisentuch, Vieh, Kohleeisen. Oder brauchst du nur ein Aluminium eventuell? Was, wie viel Ich habe Aluminium? aber oben in der Statistik halt zwei stehen. Das wundert mich halt. Aber du hast mir nur eins gegeben, eigentlich noch mehr. Das ist keins, das ist keins. Ist das Aluminium? Nee, das ist Salpeter. Das Aluminium sieht ist ja so aus wie Kohle. Plastik. Ich weiß, das wundert mich. Ich sehe ja nichts, was bei mir im Gebiet ähnlich ist wie Plastik. Unten, oder habe ich es unten? Ne, da Da habe ich im auch neuen gerade Gebiet. geguckt, da hast du es nicht. Gewürze, Kupfer, nö. Ey, da ist nochmal Kohle, juhu. Und Salpeter, juhu. Toll. Vielleicht bekommt man es einfach zweifach dadurch, dass du einem eins gegeben hast oder sowas. Keine Ahnung. Kann man irgendwo seine Verträge einsehen, die man ausgehandelt hat mit irgendwem? Das ist eine gute Frage. Spionage, Handelswegübersicht, eigene Weltreich, Vorteile, Stadtstaat. Fähiges Gaming von Currywurst, das sind Handelswege, Wege in meine Städte, verfügbare Wege, nein. Du kannst Ressourcen halt gucken, wer was besitzt, ne? Ja, das hat. Montezuma besitzt ein Uran schon, ne? Ach, warte mal. Vieh, Pelze, Elfenbein, Gewürz, Fisch, Zimt, Aluminium. Currywurst. Hat ein Eigen und exportiert eins noch an Felix Gaming für 13 Runden. Wo siehst du das? Berichte. Ja. Erträge. Und dann musst du halt oben auf Ressourcen. Ressourcen. Und dann siehst du da halt bei Aluminium steht Currywurst. Ah, das ergibt Sinn. Was? Durch Suzerain in einem Stadtstaat in Hunza. Hunza hat eins in sich drinne. Ganz hinten bei Rom und Frankreich und so die Richtung da. Also bekommt man auch die Ressourcen, wenn man souverän bei den oder souverän oder was weiß ich, wie das jetzt ausgesprochen ist, kann man das, okay. Okay, dann muss ich zu Seren in Hunza werden.
Was willst du denn? Also kannst auch einfach warten, bis du dein Aluminium wieder bekommst von mir. Dann habe ich trotzdem nur ein Aluminium, ich brauche aber zwei. Hä, du hast doch eins an mich gegeben und eins hast du da, oder nicht? Ich habe nur eins gehabt und das habe ich an dich gegeben. Dann kann ich theoretisch sogar mein an dich geben. Also meins. Irgendwann, wenn es dann mal so weit ist. Dann kannst du aber, wenn du es mir abgibst und du nur zwei hast, kannst du nicht mehr deine Flugzeuge nutzen, ne? Dann müssen wir die von Boston abnehmen. Oder Chicago, von welchem Gebiet auch immer das gehört. Also du hast eins. Und ich eins auch. Eins ist noch hinten hinter Seoul, ja. Zwischen Boston, Seoul und Washington in der Lücke ist noch eins theoretisch. Und darüber auch. Das sind zwei relativ nah beieinander.